Heute zeige ich dir, wie du deine DaVinci Resolve Presets installierst, egal ob das DAFX-Dateien oder Settings-Files sind und wie du Probleme bei der Installation der Presets umgehen kannst. DaVinci Resolve hat zwei Prozesse, wie du Presets installierst. Es gibt einmal den alten Weg von Settings-Files und dann gibt es den neuen mit DaVinci Resolve 17 mit den DAFX-Files. Und wichtig zu verstehen ist, dass die DAFX-Files nichts anderes sind als diese Settings-Files und mit Bildern und so weiter in ein Bündel gepackt und das umbenannt. Okay? Ganz wichtig, wenn die DAFX-Dateien mit der Installation nicht funktionieren, kannst du immer noch auf diesen alten Weg zurückgehen. Starten wir mit dem aktuellen Weg. Die DAFX-Files sind der heiße Scheiß. Du musst einfach nur einmal doppelt draufklicken und schon installiert sich das Ding selber. Aber wenn du eine Fehlermessage beim Installieren von DaVinci Resolve bekommst, dann kannst du Folgendes machen. Du gehst in Fusion rein und findest den Ordner in der Effect Library mit den Templates, klickst ihn an und klickst hier auf Show Folder. Und da kannst du ganz einfach die DAFX-Datei reinkopieren. Und beim nächsten Neustart von DaVinci Resolve solltest du die Presets nun in der Effect Library finden. Sollte das nicht funktionieren, kannst du immer noch zurückgehen zu dem alten Weg, wie DaVinci Resolve 15 und 16 Presets installiert haben. Und dazu musst du nämlich Folgendes machen. Das DAFX-File musst du einfach nur umbenennen in .zip. Und jetzt hast du hier eine ZIP-Datei, was du ganz einfach extrahieren kannst. Und in dem Ordner, den du nun extrahiert hast, findest du, wohin das gehört, nämlich in die Edit Templates und hier zum Beispiel in die Titles. Das heißt, du nimmst das hier, kopierst die hier raus alles, gehst in Fusion rein, gehst hier auf Edit, gehst hier auf Titles und klickst hier auf Show Folder und dann kopierst du das ganz einfach per Steuerung C, Steuerung V hier mit rein. Und so machst du das für Titles, Generators und Transitions getrennt. Und dieses Vorgehen mit den Ordner raussuchen machst du vor allen Dingen, wenn du Settings-Files hast und nicht, wenn du DAFX-Dateien hast. Und so kannst du sowohl DAFX-Files als auch Settings-Files installieren. Und falls du noch Free Presets zum Installationsüben brauchst, schau mal hier in die Playlist, da habe ich dir kostenlose Presets verlinkt. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao.